Jingle bell, 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 bell. Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge vom Adventskalender. Heute Türchen Nummer 13 zusammen mit einem neuen Gast natürlich, und zwar der liebe Jaden. Hi. Hi. Wir spielen die Prognose Bayern gegen Werder Bremen. Du hast gesagt, das Spiel ist morgen, ich weiß es gar nicht. Wird auf jeden Fall klasse. Wir sind beide Bayern-Fans. Ich spiele Bayern, weil ich halt immer die Heimmannschaft bin. Leider Gottes wird das dann, weiß ich nicht, ist das unfair? Keine Ahnung, das ist eine krasse Prognose, bestimmt. Wird eine geile Challenge nachher auf jeden Fall noch geben. Da freue ich mich schon mega drauf. Und was ihr unbedingt machen müsst, unbedingt, ist rechts oben beim i auf seinen Kanal gehen. JJ Crash unbedingt abchecken. Das, er hat richtig viele Videos, habe ich gerade gesehen. Also ich bin schon ein bisschen impressed. Ja, das ist schon gar nicht so schlecht. Spielst du auch manchmal online? Öfters, oh, das ist nicht gut für mich. Wenn jemand online spielt, dann spielt er immer anders, als wenn man Karriere spielt. Und ich spiele ja fast nur Karriere. Und deswegen habe ich gegen Leute, die online spielen, halt so ein bisschen so das Problem, dass ich einfach abkacke. Mein Spiel auch oft Karriere, aber ist ausgeglichen, sagen wir es so. So, damit starten wir rein in die Prognose. Ich bin gespannt, was es wird. Was würdest du so sagen in echt? Meinst du, die Bayern legen echt da richtig los? 3-1. 3-1? Ich gehe auf ein 4-1. Okay. 4-0 ist ein bisschen viel, aber 4-1. Oh, da gibt's schon mal instant eine krasse Chance. Totenstille, jetzt ist hier richtig ernst. Oh, das war knapp. Ich habe übrigens Süle spielen lassen, auch wenn der wahrscheinlich verletzt ist und nicht spielt, aber ja, ist mir egal. Bei mir spielt auch noch das Team zusammen. So, Lewandowski ist schon mal durch. Lewandowski, und ich hab schon gedrückt. Ah, war das knapp. Oh, wie frei steht der denn? Da kommt doch Süle angelaufen. Was? Ja. Nein. Oh. Nein. Bremen kommt, Bremen macht hier Druck, das ist ganz verrückt. Das ist ja so unrealistisch, dass Bremen irgendwas macht. Ja. Letzte Saison sah es anders aus, aber diese. Oh. Hol dir den mal. Jetzt. Thiago. Oh, nein. Thiago. 1-0. Nicht so krass verdient. Aber der Lupfer, der war krass. Jawoll! Bayern geht in Führung. Das war ein heftiger Lupfer und ich habe den Ball immer noch nicht geändert. Ich ziehe das einfach durch, Leute, jetzt. Let's go. Weil ich habe so einen ultra hässlichen Ball einfach ausgewählt und vergesse es immer zu ändern. Oh, Coman, so schnell, wie er da durchgeht. Kingsley, Coman. Nee, der Platz. Oh, scheiße. Lewandowski. Fast. Nein, wenn er durchkommt. Jetzt muss eigentlich das 2-0 fallen, auch wenn es nicht, ich weiß nicht, jetzt drücke ich zwar gerade mehr, aber es wäre nicht so verdient, das 2-0. Aber ich würde es trotzdem gern machen. Und dann Alaba. Nein! Jawohl. Warum geht er denn nicht auf den Ball? Lol, er ist einfach plötzlich weggegangen. Halbzeit 1-0. Ja, weiß ich nicht. Es ist nicht so unverdient. 2-0 wäre unverdient, hätte ich aber auch gern gemacht. Also. Vielleicht ist auch einfach Thiago mit so einem ultra geilen Lupfer wieder am Start. Oh, der Platz. Der hat Platz! Als ob! Ich hab's gerade gesagt, als ob Thiago wieder so einen geilen Lupfer macht. Ich meine, so geil war der jetzt nicht, aber als ob er dann tatsächlich zu einer Lupferchance kommt. Wie krass gejinxt war das denn? Oh. Oh, was? Pfosten, Coutinho. Und damit bleibt's weiterhin spannend. Ah, was ist da los? Alter, ich werde hier die ganze Zeit geschubst. Lewandowski, was macht der Typ? Er hat noch gar nicht getroffen, ne? Da ist er doch! Oh, ich habe mir die besseren Chancen jetzt. Klasse! Boah, war der Torwart noch dran. Das war so heftig von Neuer.
Er spielt den Pass zu spät. Coutinho und Gnabry. Da ist es. 2:0. Endlich. Endlich. Ich glaube, ich habe einen Plan, was machen. Nice one. Da musste ich den Sweaty machen. Das tut mir leid, aber in echt würde ich es natürlich auch so machen. Und deswegen finde ich es auch realistisch. Lewandowski, der hat es noch nicht. Lewandowski hat noch kein Tor gemacht. Was ist das? Der macht doch immer noch nicht. Wie ein Pfostentreffer. Wie viel Pech haben die Bayern denn? Ich. Lol. Und das ist die gelbe Rot. Echt, hat er schon gelb? Ja, okay. Ja. Auf Wiedersehen. Da hinten ist viel zu viel Platz. Und das Klar, ist es. So. 2:1. Das gibt's nicht. Immer wenn ich eine rote Karte, wenn der Gegner eine rote Karte kriegt, dann ist Instant Momentum nochmal auf der Seite. Immer wenn ich in Unterzahl bin, mache ich aber immer die Tore. Nice, Gnabry. Nee. Oh, nee. Was ein geiles Tor. Damit haben wir deine Prognose erreicht. 3:1 Perisic. Das war richtig schön, aber muss ich ganz ehrlich sagen. Das sah richtig sexy aus. Komm, noch eins, damit meine Prognose hier erreicht wird. Nee, so kann ruhig bleiben. Ja. Lewandowski, der hat immer noch keins. Lewandowski, du bist so ein... Auf dich muss man sich verlassen können, dachte ich. 3:1, aber es ist verdient, muss man schon sagen. Also, ja. Es ist ein spannendes Spiel gewesen. Realistisch, so könnte es echt auch in echt ausgehen. Habe ich echt nichts dagegen. Das ist ein realistisches Ergebnis. Also, geile Prognose hier. Und trotzdem hätte es noch höher ausgehen können. Pfostenschüsse ohne Ende und was auch immer. Du hattest auch einige gute Chancen. Also... War ein geiles Spiel, muss ich echt sagen. Das Spiel hat richtig Spaß gemacht. So Leute, und damit starten wir in die Challenge rein, in die Zufallsauswahl. Wir werden das heute so machen, wie wir es schon an ein paar anderen Tagen auch gemacht haben. Wir werden uns Zufallsteams auswählen, indem wir einfach auf 4 klicken. Wir dürfen das Ganze dreimal machen. Wir dürfen aber auch das erste und das zweite und das dritte Team nehmen. Wir dürfen uns entscheiden. Ist halt die Gefahr, wenn man dann nochmal drückt, dass man dann noch eine schlechte Mannschaft bekommt. Und so, ihr wisst Bescheid, wir machen das einfach. Der Gast fängt an. Ich wünsche dir viel Glück. Das erste Mal drücken. Drückt auf. Okay. Jetzt bin ich dran. Jetzt schauen wir mal, was ich so krieg. Du darfst dann entscheiden, ob du weitermachst oder nicht. Oh ja, okay. Okay, du machst weiter? Ja. Ist schon mal besser. Sind 2 Sterne. Ich drück auch nochmal. Das ist jetzt schwierig. 3,5. Soll ich die behalten oder nicht? Weiß nicht. Drück du nochmal. Okay. Japanisch. Okay, aber die ist die beste. Du hattest irgendwie erst 2, dann... Nee, 1,5, 2, dann 2,5. Ich glaube, ich nehme die. Ich bleib bei denen. Ich habe keinen Bock, dass ich jetzt eine Scheißmannschaft krieg. So, und damit starten wir in unsere heutige Challenge rein. Und das ist die Survival Challenge. Das heißt, der liebe Jaden spielt hier gerade auf Shareplay-Qualität. Einen kleinen Nachteil hat er dadurch. Einen kleinen Nachteil auch durch seine Mannschaft. Meine ist ein bisschen besser. Aber das soll es nicht dran hindern, hier ein spannendes Spiel zu haben. Und da ist schon die erste Chance. Lupfin! Nein! Schade. Was ist der Beste? Und da gibt's die nächste Hallo, gefährliche. Deine haben richtig viel Spaß. Lol, lass doch laufen, du Idiot, Alter. Pfeift einfach ab. Lol, was war das? Ja, geil, danke, Schiedsrichter, für den Gegentreffer. Alter, es ging so langsam. Ja, ich hab mich gerade gewundert. Nice. Dann noch sauber. Jetzt habe ich direkt ein Spieler weniger und kann theoretisch jetzt noch 5 weniger bekommen. Oh Gott, ja, ich stelle meinen Torwart nicht. Auch wenn ich natürlich sehe, wo du hinschießt. Als ob. Mann, jetzt bin ich ja schon jetzt einmal weniger, ohne dass ich ein Tor habe. Alter, das ist so frei jetzt. Das muss es eigentlich sein. Und das ist es. 1:0. Auch wenn ich jetzt noch ein weniger habe. Aber 1:0 endlich. Nice one. Oh, ja, da könnte wieder was passieren. War es abseits? Abseits. Es war tatsächlich abseits. Fuck! Meine Abwehrspieler sind einfach kompletter Müll. Ich glaube, da passiert jetzt was. Oder mein Dom!
komplett rot. Was macht der denn? Der hat einfach gar keinen Bock gehabt. Der hat nichts gemacht. Das war halt so schlecht von meinem Spieler eigentlich. Das war so schlecht von meinem Spieler und dein Torwart hat einfach nichts gemacht. Ja, FIFA ist gut, habe ich gehört. Oh, da gibt's schon die nächste Gelegenheit. Der Torwart kommt diesmal gut raus. Ich auch. Nein, scheiße. Dass der das Kopfballduell gewonnen hat, meiner hat gar nichts gemacht. Ja. Muss mal wieder eine Chance für uns geben. Guck mal, wie schnell der im Vergleich. So schnell, oh mein Gott. Nein, ich wollte doch dem. What? Dem wollte ich, genau dem. Aber das wollte ich von Anfang an. Und der spielt dem in der Mitte. Wie hässlich war das denn? Lol, da ist einfach keiner. Philipp hat einfach wieder zu einem Spieler gespielt. Oh, danke. Von dir. Ah! Alles geplant, das war alles. GZ. Nice! Das gleiche Tor wie gerade. 3-1, yes, Mann! Scheiße! Ja. Ich war so konzentriert. Mann, Dreck. Oh, was machst du denn? Hallo, wohin? Da. Mann, ich hab dein Torwart umlaufen, aber dann war ich halt so weit weg. Nein! Warum sind die so scheiße langsam? Yes, Mann. Das finde ich gut. Können die nicht schnell sein? Nee, finde ich gut so. Nein, sind absolut langsam. Und können nicht passen. Komm jetzt. Dein ist zwar schnell, aber kann nicht passen. Jetzt. Kisse oder wie der heißt. Kisse, Junge, was? Ich meine, ich hätte natürlich auch viel, viel weiterlaufen können müssen. Hallo? Was macht der? Der soll eine hohe Flanke bringen und was macht der? Auch kein Bock. Der hat einfach keinen Bock. Ja. Ja! LOL! Es tut mir leid. Ja, sehr gut. So, jetzt muss eigentlich nochmal das 4-1 her. Kisse. Ah ja, genau. Komm, Keeper! Keeper! Kopfball! Ja, das war's. Okay, 3-1, ja, aber zweimal 3-1 gewonnen. Kann man auf jeden Fall machen, damit bin ich absolut zufrieden. Mir hat's mega viel Spaß gemacht, ich hoffe dir auch. Und dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Schaut wie gesagt unbedingt bei seinem Kanal vorbei. Wir sehen uns morgen wieder bei Türchen Nummer 14. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.